Mal gucken. Hallo? Ja. Na, danke. Okay, wo soll ich jetzt hin? Ja, einmal. I go check at Adam in the okay, Adam. Wo ist denn der? Nein. Okay, geht es wieder hoch zum Hotel District. Weil dann mache ich eine halbe Weltreise, damit, um zu gucken, ob sie den Test besteht. Weil wir sind, also immer noch so pleite sind, ne? Ich hoffe mal, es ändert sich irgendwann. Oder es ist ja tatsächlich ein Charakter, mit dem man immer mit weniger Geld. Weil wir kriegen ja auch kein Geld von den Substories, das ist immer übel drin. Okay, was tun wir? Idiot. Ja, erstmal einmal die Fresse eintreten. Besser kann ich gar nicht, was alle so gegen diese Sturzsteuerung. Das Spiel sagt ja auch selber, weil ich das Sturzsteuerung nicht nutzen. Weiß gar nicht warum. Aber das Spiel sagt es tatsächlich. Es läuft über Super mit Tastatur. Das Spiel sagt immer, hey, man will ja ein realer Yakuza, oder realer, ein wahrer Yakuza, nutzt, hier, wie heißt, nutzt, oh, komm das Wort nicht, nutzt ein Controller. Und ich denke mir so, Bautzer läuft super, macht richtig Bock. Also ich habe hier nie, also ganz ehrlich, läuft ganz gut. Mag jetzt sein, dass ich auf Tastatur, achso, wir machen Tastatur. Marvel sind auf Controller, besser geht, keine Ahnung. Aber ich spiele ganz gerne Tastatur. Bin ein kleiner Tastatur-Gamer. Ja, außer ich, also, naja, was heißt, ich bin ein Tastatur-Gamer. Ich muss ja Tastatur spielen, ich kann auch auf PlayStation spielen. Ich bin so froh, dass die PlayStation gerade ein paar Exklusivtitel bekommt. Also, was sie, und ja, kannst die Wand kürzen. Boah, Alter. Ja, hat kein Gehirn mehr, oder wohl hat er jemals eins gehabt? Ah, das gibt's hier noch nicht. Hier gab's eigentlich immer in jedem Yakuza-Teil, das wird bestimmt auch noch kommen in den nächsten Kapiteln. Oder vielleicht bei dem anderen. Dass man da innerhalb einer Minute den einmal treffen muss. Das ist eine Quest, die eigentlich jedes Yakuza-Game bis jetzt. Ah, Mann, Leute. Oh, Leute, ey. Ja, das ist echt Chaoten. Ja, tschüss.
zack und zack und zack. Jo, okay. Ja. Was das als Maul. So. Genau, da ist das Hotel District. Keine Ahnung, was jetzt hier abgeht. Was denn? Hä, wo denn? Oh ne, Leute. Oh, komm mal wieder. Die Stadt wird Makro, ne? Den kann ich nicht kaputt treten. Ja, ja, lass deinen Gegenstand liegen. Was? Das hat nicht gereicht? Das ist eine Frechheit. Autsch. Zack. Oh, einmal Geld bekommen. Oh, krass. Okay, Level 8 sind wir schon. Auch nicht schlecht. Na gut, fangen wir mal hier an, dann ist es nämlich ein bisschen easier. Gucken, ob ich irgendwo finde. Ah, hier ist sie doch. Ey, habt ihr Probleme mit mir? Oder mal die Fresse polieren? Come on, get him. Yakuza! Na komm her, ihr Idioten. Drei. Ah, du bist ja der Haupttyp, ne? Ah, mal hier die Quant küssen. Hilf beim Nachdenken. Hör auf zu klatschen, Alter. Wow, Alter. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Alter, hör auf, hör auf. So. Du meinst, mich niederschlagen zu können, hä? Ja. Halt die Fresse. Ups. Was denn? Warte, ich nehme ein Messerchen. Bam! Bam! Easy! Ja, Leute, da müsst ihr früher aufstehen. What the fuck?
Okay. Was? Nein, ich bin nicht gefolgt. Ich bin immer zufällig da, wo du bist. Wie ein Stalker, der ist immer zufällig da, wo sein Opfer ist. Hoffe, dass ich hier besprechen können, dann hätte ich jetzt nicht zurücklaufen müssen. Okay. Na gut, dann nicht, aber ich werde ganz gut auf jeden Fall saven. Okay, safe. Jetzt kann ich wo ist mein Laden eigentlich? Ja, wo ist der? Da unten. Ich meine, das Gute ist hier natürlich ein bisschen daran, man bekommt ein bisschen das Gefühl für die Stadt. Na, was ist los? Ich meine, das ist schon ganz geil. Was ist denn los, Kollege? Muss das denn sein? Ja. Fuck. Oh ne, da hat noch gepasst. Easy. Ich finde es cool, dass ich immer mal zu meinem eigenen Büro komme. Weißt du? Ist geil. Ich komme immer mal zu meinem eigenen Büro, ohne 300 Menschen zu verprügeln. Die sind richtig beliebt hier, Alter. Bekommt man davon nicht irgendwann auch ein Trauma? Und ganz ehrlich, wenn du gehst so einkaufen musst, und mal Leute verprügeln. Du bist halt dauerhaft. Ich glaube, man ist auch zu stark. Weißt du? Dann musst du ja keinen Sport machen, dann musst du am Einkaufen gehen. Deswegen können die Yakuza-Charaktere auch immer so viel fressen und sind dann auf einmal dann schlank. Ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Kalorien die wir brauchen. Ja. Ja. Aber es wird schwer, mit dem zu treffen, aber sonst. Jetzt mal gucken, wie liegen denn ich hier schon ab. Wir müssen ja schon einiges haben. So, eine haben wir dann noch. Eine Quest und ein anderes. Lady Mission übrigens, ne? Oder auch Mission. Ja gut, dann haben wir es noch nicht ganz, weil wir noch ein paar ausfallen lassen haben. Aber okay. Ja, tut mir ein bisschen länger gebraucht, weil ich wollte Leute wieder verprügeln. So wie immer.
Ist ein cooler Laden. Ist ein toller Laden, weißt du? Dann musst du den ein bisschen einen Test machen und dann so, hey, oh, ja, ich zahle ja alles. Finde ich gut. Du willst auch bei den anderen sein. Das ist ein cooler Laden. Wirklich Geld. Ich ja nicht so, dass ich jetzt so geldsüchtig bin, aber ich habe gar kein Geld. Complete or finish? Wieso complete? Ah ja, ist ein Unterschied, ne? Das ist complete oder ist gefinished. Aber das Sternchen ist gefinished, ne? Der Gourmet-Reporter da. Mhm. So. Gut, da habe ich sein Geschäftsmodell auch erst falsch verstanden von Akiyama. Ach so, ja, gut. Hätte erst gedacht, wie so ein normaler Kredithai. Ah, okay. Ja, gut, manchmal dauert das immer ein bisschen, bis ich was check. Tut mir leid. Ist einfach so. Wenn ihr mal was merkt, ne, wo ich dann auch mal, hey, was falsch check oder so, könnt ihr gerne berichten in den Kommentaren, ne? Also, wie gesagt, wenn ich da mal was falsch verstehe oder so, oder auch andere Spiele, ja, kurzer, dürft ihr gerne reinschreiben. Also ganz ehrlich, was ich sage, ist nicht immer, wenn es nicht korrekt ist oder, ne, wenn, ne, dann dürft ihr gerne mich berichtigen. Ich bin nicht frei von Fehlern. Macht es gerne, ist gar kein Problem. Ich sag das auch in Videos, wenn ihr das macht. Also, wenn, ne, wenn ich berichtige es in Videos, dann, also später natürlich im aufgezeichneten Video kannst du dich nie mehr berichtigen, weil es ist ja aufgezeichnet. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich da, ne, sagt es mir, denn, genau, damit du Bescheid wisst. Unser hochmotivierter Geschäftsmann. Genau, you're not making any money here. Genau, jetzt habe ich jetzt falsch gechattet. Ich hab immer, bin immer von dem, ich bin da von meiner Logik ausgegangen, von einem ganz normalen Kredithai. Und einfach von dem auch nicht abgewichen. Von der Logik her, wie man es halt kennt, ne? Aber er ist ja wie so ein kleiner Hero. Ja, kein Wunder, dass andere uns dann nicht mögen, ne? Kein Wunder. Aber okay. Oh, krass.
Dann war der da doch. Ich habe mir kurz gehört, er ist das. Einfach das nicht, irgendwie kann ich nicht sagen. Das sieht anders aus. Ah, okay. Ist es einfach in einem Yakuza-Game passiert? Irgendwie. Weiß ich gar nicht, oder? Bin ich gerade, keine Ahnung. Okay. Cool. Alles gut, alles klar bei dir? Ach du Scheiße. Scheiße. Ey, Testing ist schon hart, ne? Du 3 Stunden mal einen Job finden. Aber gut. Wenn du wirklich alles in Betracht ziehst, also keine Ahnung, vom Bratwurstverkäufer bis sonst was, du. Okay. Na komm, weißt du? Jetzt poliere ich dir mal die Fresse. Eine Frau kann man sich leichter anlegen, ja? Kumpel. Aua. Oh, oder? Ja. Ja. Und weißt du was? Das da oben drauf. Nächstes Mal, wenn du grob wirst, dann weißt du, was passiert. Arschloch.
Pay for this, Junge, ja. Schick mal 1000 Cousins, wie auch immer. Und hat sie einen Job? Scheinbar so. Okay, das ist hart. Okay. Okay, das ist aber echt hart. Puh, so ein Naja, gut, guck mal, naja, gut, die werden nur als eine Sache dort arbeiten können, das ist klar.